Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Hab keine Angst, die Masse der giftigen Pflanzen hat wahrscheinlich die Fledermaus schon scheitern lassen. Und wenn nicht, kümmert ihr euch sicher darum. Ich wollte den Joker gerade nicht unterbrechen, aber willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play. Das letzte Mal sind wir hier wieder rumgeirrt und haben in der Betthöhle ein Gegenmittel gegen die Titanformel hergestellt. Mussten dann aber feststellen, dass Poison Ivys Tentakelwurzeln, nenne ich sie mal, hier überall auf der Insel wachsen. Und jetzt müssen wir hier so eine Art Pumpenraum sichern, da der Joker dieses Abwasser vergiftet hat, was droht in den Gotham River zu laufen. Und das ist natürlich prinzipiell ungut. Und deswegen werden wir jetzt mal diesen Raum voller böser Jungs, die alles am Schuss haben dabei haben, wie ich gerade sehe, mal säubern. Was soll das denn heißen? Vorsichtig, ich will mich jetzt hier nicht wieder komplett dumm anstellen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, ich kenne schon viele Jungs. Erstmal nach hier oben. Erstmal, wir kennen ja Batman, der hat ja Spaß daran, hier die Gitter abzureißen. Da füllen wir ihm direkt erstmal den Wunsch. Ich liebe euch, Jungs. Was euch an Grips fehlt, macht ihr durch euer Herz mit. Ach, shit. Hier wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, den Kollegen auszuschalten mit ein bisschen Exklusivgel. Aber das habe ich jetzt vermasselt, weil ich nicht das richtige Timing hatte. Ich könnte es auch hier probieren. Wenn hier vielleicht eventuell unter Umständen gleich nochmal einer langkommt. Wobei, unser Kollege hier kommt wieder. Das ist doch schön. Ah, bist du da? Er hat keine Chance, keine Chance. Hier drüben! Zwei auf einen Streich. So gefällt mir das. Scheiße. Ihr glaubt es mir nicht, wie bekackt das mit der Steuerung ist, wenn man das anders gewohnt ist. Was war das? Komm schon, zeig dich! Aber ich glaube, da ist jetzt nicht mehr so gut, lang zu gehen. Ich bin sicher, es kann von da drüben. Komm schon, wo bist du? Zur Hölle damit! Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Du hast Joker gehört. Tja, Jungs. Ah, hier ist wieder ein Gitter. Was ist hier los? Zeit still und so weiter. Dann erstmal schön alle Gitter wegkicken, das ist ja erstmal eine gute Grundregel. Hier sind zwei Kollegen. Kann ich da vielleicht sogar mit meiner Ultra-Claw? Ja. So, Jungs, euch schicken wir schlafen. Ich will das haben. Oh, da kommt direkt wer. Da verstecken wir uns mal wieder. Ich hab ihn gefunden, er liegt hier, hier drüben. Du auch? Ach, das ist zu zweit, sonst hätte ich mich jetzt direkt an ihn ranschleichen können.
ist sogar noch ein Dritter. Aber das heißt, wenn die zu zweit sind, dann ist der Dritte alleine. Nein! Falscher Vorsprung! Böser Batman, böse! Verdammt. Also das lag jetzt wirklich nicht an mir. Ich wollte mich hier an das Dingsbums rappeln. So, warten wir auf den letzten. Hab dich! Jetzt geben sich natürlich gegenseitig Deckung, die beiden. Wahrscheinlich war es, dass Batman euch bewaffnete Verbrecher in einer dunklen, düsteren Höhle ausschaltet. Ich kann mich jetzt auch nirgendwo wirklich so gut. Batman interessiert sich vermutlich nicht für mich. Er muss nicht der Joker her sein und angreifen. Na, was denn, Jungs? Komm her. Was machst du da? So, Kollege. Hier geht der Arsch jetzt auf Grundeis, habe ich gehört. Das war's. So, und bevor ich jetzt aber hier den Raum verlasse, habe ich doch hier genau das wieder so ein Arkham-Stein. Na, da brauche ich aber, glaube ich, einen anderen Winkel jetzt. Das Ganze nix. Auch, ich glaube, das, was er jetzt macht mit der Ultra Bat Claw, ist auch nur eine Erweiterung von seiner Vorliebe, die Belüftungsgitter von den Wänden zu reißen. Jetzt reißt er halt ganze Wände mit seiner Bat Claw ein. Das reicht ihm nicht mehr. Sein Bedürfnis, Wände einzureißen, wird die Oberhand. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Ja. So ist das. Mit den Menschen, die sich nicht so wirklich unter Kontrolle haben. Ja, jetzt bin ich hier drin und jetzt muss ich hier noch irgendwas Krasses machen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Das könnte was hiermit zu tun haben. Nee, irgendwie nicht. Dann bestimmt da oben, wo die zwei Johnnies waren.
Ja, hier kann ich das jetzt deaktivieren. Ah, das war einfach. Das war echt easy. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Ich überleg grad, aber anscheinend ist hier nichts mehr. Kein kleines Tonband oder so für uns. Schade. Was macht die hier nochmal? Die Fledermaus! Ja, habt ihr mich schon gesehen, schade. Dein Gesicht wird... Machen wir kurz einen Prozess. Und laufen jetzt direkt mal den anderen Gang entlang. Hört ihr nicht zu? Ich sagte, stopp ihn, aber er ist entkommen. Strengt euch mehr an, sonst werde ich... euch sehr wehtun. Ach, das sagst du doch immer. Irgendwann verlieren diese Worte an Bedeutung. So, was verbirgt sich hinter Tür Nummer 2? Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Sehe ich wie ein Trottel aus? Als ich ausfand, dass er kein Geld hatte, schnitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere Einzelteile raus und verkaufte sie. Ein reicher Typ läuft sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Kaufen einem die Leute sowas ab? Es gibt immer einen Käufer da draußen, was du auch verkaufst. Nette Geschichte. Hast du noch welche oder gehen wir zurück und passen auf? Ja, ja, du! Die Fledermaus! Ihr lässt dich jetzt nicht aufsehen. So, machen wir die Leute immer kaputt so ein bisschen. Ihr versucht den Kopf abzustellen. Lasst das nicht zu! Was ist passiert? Ist das klar? Wollt ihr, dass ich Haare schicke? Ein Schaf! Wollt ihr, dass ich da runter? Da kommen wir die ganzen Waffen her. Schade, ich dachte, wenn ich den Detective-Modus einschalte, kann man sehen, vielleicht wie Batman den Leuten wirklich die Knochen bricht. Aber dem war nicht so. Das war diesmal tatsächlich kein Versehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, muss ich doch hier jetzt irgendwie wieder so ein... Ja, okay. Oracle, das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Hätte sie aber echt sparen können, das Telefongespräch gerade. Hey. Damit funktioniert Pumpe 3 nicht. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren und Ivy aufsuchen. Melde dich, wenn du was brauchst. Gut. Ich denke, ihr erwartet schon ganz richtig. Oh, erstmal mache ich das hier weg. Dass in den Raum, wo gerade diese ganzen ominösen Türen waren, gleich über eine irgendeine Überraschung auf mich wartet. Zumindest gehe ich davon aus.
Geschenke! Weihnachten ist aber erst in circa einem Monat. Nicht mal so gut. Ja, komm in meine Arme, ich spring gleich auf dich zu. Oh, das sind schon ein paar mehr. Oh Jungs. Wir wollen wegklatschen, wir wollen wegklatschen. Für mich aus. Hab ich's leichter. Ja, ich dachte, er schmeißt jetzt wieder mit Menschen ab mir. So. Alle wieder umpatschen. Patsch. Patsch. Junge, ich geb dir die Schelle. Knapp hier. Gut, jetzt wissen wir ja, was man uns hier erwartet. Wir versuchen das Ganze nochmal. Ist aber auch echt, viele Kollegen sind da am Start. Jetzt gehen wir direkt auf sichere Distanz. Yeah.
Mensch, dreh dich doch mal richtig um hier. Uncool. Komm schon. Au. Mach doch mal. Ja, toll, da kann ich doch jetzt nicht mehr ausweichen. Nicht so was davon! Sein, dass ich es mir nur einbilde, aber ich habe das Gefühl, es läuft doch dieses Mal besser jetzt. Schnapp richtig geknackt. Meine Güte! Ach! Geht doch! So, das war ganz schön nervenaufreibend. Wir holen uns noch ein schnelles Upgrade. Und was wir sehr gut gebrauchen könnten, wäre wahrscheinlich, wie ich jetzt gerade gemerkt habe, etwas mehr Gesundheit. Also holen wir uns auch direkt. Und ja, ich denke, damit beende ich diesen Teil mal wieder. Und schaltet auf jeden Fall auch wieder beim nächsten Mal rein, wenn ich dann endlich Poison Ivy wegklatsche. Bis dahin sage ich tschö mit Öl.